Seismolog. Zelda Echo of Wisdom, let's play. Mit einem Twist. Wenn ich einmal sterbe, ist Let's Play vorbei. Willkommen zur One Life Let's Play Reihe mit dem folgenden Spiel. The Legend of Zelda Echo of Wisdom. Zelda irrt sich im allerersten Dungeon im Welt der Nichts. Also des Nichts. Und wir müssen hier irgendwie überleben, denn wir haben wirklich eine sehr schwierige Herausforderung hier. Wir müssen eigentlich ein neues Gebiet freischalten. Also nicht freischalten, sondern wir müssen dieses Gebiet wieder retten, denn es wurde vom ewigen Nichts verschlungen. Und das hier kann nur Schwertlink tatsächlich beöffnen. Und wir sehen uns, also sie sehen uns, wir sehen, dass unser Killer Ananas, oder Killer Ananas, wirklich eine sehr große Hilfe ist beim Eliminieren unserer Gegner, die uns Sorge bereitet. Und ich glaube, der kann auch hochfliegen. Ja, eben. Das Teil ist super strong. Sehr schön. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten zu gehen. Und ich möchte schauen. Bei beiden gibt es eine Truhe. Das ist sehr gut. Ah, stimmt. Jetzt gibt es hier die Möglichkeit, den Kopf abzureißen. Ich weiß, sehr brutal. Ärgerliche Momente. Aber, hey. Truhe. Und man ist auch irgendwann mal hat man auch die Möglichkeit, weiter die Sachen zu spawnen. Weiß nicht, ob das ab dem zweiten Dungeon freigeschaltet wird oder schon ab dem ersten. Aber das werden wir genug früh herausfinden. Ich bin immer enttäuscht, dass ich immer noch keine Herzen erhalten habe. Okay, jetzt muss ich das so. Hoch, runter und zack. Easy going. Die nächste Truhe. Und das ist, glaube ich, die Bonustruhe. Denke ich jetzt einmal. Yes, wieder Rubine. Man denkt so, yay, man bekommt richtig viele Rubine, aber relativ schnell merkst du einfach, boah, ich brauche mehr Rubine. Weil es ist wirklich so, du hast kaum Rubine gefühlt, weil die Sachen sind so teuer in diesem Spiel. Aber du findest sie so also wie so teuer wie sie auch sind, findest du auch sie relativ schnell wieder. Und deswegen ist es eigentlich relativ easy. So. Auch wieder ein relativ easy way in. Nicht, wenn ich mich nicht täusche, ist hier noch eine Fee. Nee. Es kann sein, dass ich mal eine Fee im privaten Playthrough verloren habe und dann spawnt dort eine Fee. Und es war einfach ein purer Zufall. Jetzt gibt es die Möglichkeit, den Begleitmodus beim Einklang zu erhalten. Ich frage mich, wieso bringst du das nicht früher bei? Und ja, hier so Smalltalks, ich skippe das. Umgekehrter Einklang. Also, jetzt kann ich das hier machen und das übernehmen. Ui. Spinning. So. Jetzt kann ich das hier machen eigentlich. Und das beenden. So. Und an einem gewissen Punkt kann ich die Umkehr dann bei diesem oben machen, wenn ich das möchte, aber das ist jetzt nicht in meinem Interesse. Sondern ich möchte irgendwie zur Truhe kommen, die hier auch irgendwie sein Unwesen treibt. Ah, stimmt. Man muss... müssen überlegen, wie ich den Einklang machen muss. Zu limitieren. Es war so cool. Man muss das in den richtigen Moment fühlen. Und das ist das einzige Problem bei dieser Stelle. Es ist ein bisschen komisch gelöst. Meiner Meinung nach, aber. Ist voll fein. Jetzt haben wir das nächste Problem, dass wir das hier noch einmal lösen müssen. Und an einem gewissen Zeitpunkt. Clean. So. Jetzt kann ich wieder zur Truhe. Wieder Cash abklappen. Das ist natürlich der Grund, wieso wir dieses Spiel spielen, weil wir halt so geldgeil sind, ne? Zelda nicht die ganze Zeit, ne? So, jetzt sind wir langsam, aber sicher an einem Ende von diesem Dungeon, denn dort oben ist natürlich der Boss-Key. Man sieht es von diesem
wunderschönem Schlüssel hier. Den nehme ich sehr gerne mit. Und da haben wir, glaube ich, alles von diesem Dungeon gesehen, was wir sehen sollten. Genau, es sieht alles perfekt aus. Und hier ist die Abkürzung, da können wir wieder runter. Und da hinten, also was ich noch mache, ist was essen. Ihr seht, man, ja, ein Viertel Herz auffüllen, das ist ja fast gar nichts. Nun, hier kommt der Boss. Ja, jemand ist hier, aber der muss zuerst mal spawnen. Es ist ein Ivarok. Oder einfach irgendein Rock. Und das sieht sehr spannend aus. Seine Gefährten sind hier gefangen. Und jetzt soll ich nicht mit einem... Ja, das Ziel ist jetzt nicht, mit meinem Bett anzugreifen, aber es gibt hier diesen Schwachpunkt, den man hier rausziehen kann. Und dann gibt es mit dem Schwertmodus die Möglichkeit, da doch noch recht ein bisschen Damage reinzupfeifen. Und der Schwertmodus, so schnell wie möglich wieder rausgehen, denn ja, das Problem ist einfach, wir haben kaum Möglichkeit, groß Damage zu machen. Aber eigentlich ist es voll easy. Und einfach Schaden reinbretschen, wie das Auge nur reicht. Und jetzt hat er die zweite Phase. Also ja, diesen Range Quit Phase. Aber es reicht mir trotzdem zum Ausreißen und man merkt, ich bin ein bisschen geübt, ne? Ich habe diesen Boss jetzt zum vierten Mal gemacht. Ne? Und ja. Easy win. Easy. Ein sehr cooler Boss. Das gefällt mir, wenn man weiß, wie man den richtig angreifen muss. Und hier bekommen wir gleich das nächste Herzteil. Also Herzcontainer. Entschuldigung. Und hier sind seine Gefährten. Voll putzig, oder? Und die sind in der Lage, halt alles zusammenzuführen und den Riss zu schließen. Und mit seinem krassen Tornado-Sturm nimmt er alle mit. Und setzt die Welt wieder zu seinem. Das Lustige ist, dass die Intro-Sequenz, die existiert gar nicht als Map. Weil dort sind überall Bäume. Ah, dort ist noch ein Baum, der gefehlt hat. Dri hat mit uns Smalltalk und hat wieder seine Momente. Aber zuerst wird Dri zu Level 2 verbessert. Level 11 ist das höchste, aber das werden wir in diesem Let's Play nicht erreichen, denn wir spielen einfach nur das Spiel durch und das höchste, was wir erreichen würden, wäre, glaube ich, Level 8. Nun hat er wirklich so richtig depressed Momente, wie gesagt, seine Gefährten wurden so stark halt überrannt, dass sie keine Chance hatten, etwas zu tun. Und Tri ist jetzt ein bisschen glücklicher, dass ein bisschen die Welt wieder zusammengemustert wurde. Und der erste Boss, no damage tatsächlich noch, Weird Flex, im schwierigen Modus. Da kommt die... Ich hasse Small Talk. So, wir müssen sie nun folgen. Und das zu einem bestimmten Ort. Und komischerweise gibt es hier keine Monster, weil wir sie halt umgebracht haben und sie darf auch nicht angegriffen werden, ne? Und ja, hier kann ich wieder mal zeigen, die Top-Down-Sicht. Und hier unten ist wieder die Fee und ja, ich könnte spinnen, aber da wäre ich schneller als sie. Das ist das Problem. Deswegen spinne ich die ganze Zeit, weil man schneller so ist. So, jetzt gibt es noch mehr Smalltalk. 2000 Jahre später. So, nach ganze 2 Minuten Smalltalk. Ja, wirklich? Ich habe 2 Minuten nur durchgeskippt. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, das Schwert zu verstärken. Und ich weiß nicht, ob wir schon in der Lage sind, unser Schwert zu verbessern. Aber ich meinte, man bräuchte 10. Ne? Ah nein! Let's go! Wir können die Energieleiste mit 5 verbessern und das nehme ich sehr gerne an. Denn ich finde die Stärke nicht so wichtig, sondern
Einfach, dass man mehr Energie verwenden kann, das finde ich so viel wichtiger. Da investiere ich gerne ein bisschen hinein und jetzt haben wir ein bisschen mehr Energie, die wir hier benutzen dürfen. So, sehr schön. Dann ist es alles 10 und das ist wirklich noch überall. Und sie will mit uns auch noch was mit Molotov machen. Und unser Ziel wird es sein, ich glaube, chronologisch wäre jetzt Gerudo dran. Und danach die Soras. Im Privaten habe ich zuerst Soras und dann die Gerudos gemacht. Deswegen ist es sehr fragwürdig, was ich als nächstes machen würde. Aber ich würde sagen, wir gehen hier zu den Gerudos. Das ist also, glaub, das Beste, was wir machen können. Und die Frame Drops sind ab und zu schon ein bisschen schade. Aber das stört mich auch nicht so persönlich. Das Einzige, was mich ein bisschen stören würde, wäre jetzt, wenn die Gegner mich jetzt penetrieren würden. Und das ist jetzt nicht das, was ich möchte. Aber wir bekommen jetzt Salz. Okay. Okay, dieses Monster ist nicht mal in der Lage, mich zu treffen. Das ist sehr kontraproduktiv. Und hier haben wir meine Lieblingswegbegleiter, auf jeden Fall. Aha, dort oben ist was, was ich will. You have something I want. Und wir haben hier eine Lieblingsviecher, die bringe ich schnell mal um. Weil die sind richtig nice, aufgrund dessen, dass sie halt, wenn du Geld brauchst, sind die sehr gut. Man merkt, die stärksten Gegner werden langsam zu den schwächsten im neuen Gebiet. Und das ist das einzige Problem. Ne? Und hier können wir das Trap nehmen. Und ja, hier haben wir... Komm, nimm das einfach an. Nimm einfach an. Dann, danke. Hier haben die Pakrea gefunden und ja. Die sind sehr nice, denn wenn sie jemanden treffen oder so, die können einem sehr gut bestehlen. Und ich glaube, mit dem Schwertmodus ist man in der Lage, höher zu springen. Das ist so ein kleiner Trick, den ich für euch habe. Wenn ihr als Schwert Zelda spielt, dann springt ihr auch um einiges höher. Das ist ein sehr cooler Fakt. Und da wir jetzt auch diese haben, ja, man sieht, sie klauen sehr viel Geld. Und das ist wirklich so. Die klauen einiges an Geld. Und wie man sieht, oh mein Gott, ich bin One-Shot. Oh mein Gott. Das habe ich gar nicht mal gecheckt, aber halb so wild, glaube ich. Und das Link, Zelda Link, ist man in der Lage. Ja, hier oben ist doch noch was, habe ich mir gedacht. Dass dort oben ebenfalls noch so ein Teil ist. Das nehme ich sehr gerne mit. Auch wenn es nicht sehr viel bringt. Aber ich meine, wenn wir die auf dem Weg finden, dann sollten wir die schon mitnehmen. Und dort gibt es einen Monsterlager. Und dort gibt es eine Nebenmission, die ich glaube ich sogar mitnehmen möchte. Ich glaube, er gibt uns noch etwas sehr Tolles. Aber keine Garantie, meine Damen und Herren. Und dann sollte langsam das Video zu Ende sein. Denn ich weiß es. Wahrscheinlich wird es relativ wieder eine kurze Folge, aber... Also, was heißt relativ? Ich sage ja immer 10 bis 15 Minuten. Das ist so der Umfang, den ich hier gerne möchte. Und er ist jetzt so, oh mein Gott, how is this happened? Why is this blockade now away? Und bekommen ein bisschen Cash. Und die erste Nebenmission, den brauchen wir einfach, glaube ich, für eine andere Mission, I guess. Und hier haben wir einen Wegweiser. Den nehme ich sehr gerne mit. Einfach, dass wir ein bisschen mehr Wegweisung haben. Okay, und ich glaube, hier im Zentrum gibt es wieder ein Herztoil. Aber wo ist die andere Frage? Ah, genau, hier oben. Und hier gibt es auch diesen tollen Viech, der uns natürlich terrorisieren möchte. Und das, ja,
so schnell ich komme, gehe ich auch wieder. Ne? Es war mir eine Ehre, dich kennenlernen zu dürfen und ich werde nur terrorisiert. Ja, du bekommst ein Bett ins Hintern geschoben und ja, diesen Spin-Attack ist richtig overpowered, man sieht es. Ich schlage mich einfach durch die Gegner, als ob es keinen Morgen gäbe. Es ist die andere Frage, wie ich wieder hochkomme. Und ich möchte eigentlich den regulären Weg nehmen, also... Oh mein Gott! Ja, wir haben den richtigen Weg gefunden. Denn ich möchte sehr gerne diese Moblins... Also diesen Moblin voran haben. Oh, Jesus, macht der viel Damage. So, dann machen wir einen Boden und einen Angriff. Also den nehme ich definitiv gerne mit. Denn er ist schon sehr, sehr cool. Den nehme ich hier so. Okay, so. So, machen wir einen Doppelangriff. Den auf hier. Ich sagte eigentlich auf den hier, aber okay. Man merkt, die Gegner haben mehr HP. Glaube ich zumindest. Aua. Okay, ich bin ziemlich One-Shot. Okay, bringt sie um. Aber wir müssen immer noch denken, ich habe immer noch eine Fee. Und so. Noch mehr Truppen. Okay, jetzt ist die Musik wieder freundlich geworden, aber jetzt haben wir diese Truhe. Und mein Ziel war es wirklich jetzt, diese Truppen zu haben. Auch wenn das relativ viel von meinem Leben gekostet hat. We take that. Milch. Fucking Milch. Dafür habe ich fast mein Leben geopfert für Milch. Danke euch, Nintendo. Ein super Game, was ihr hier wieder rausgebracht habt, aber... Mein Arsch aufzureißen für some Milk, das ist ehrenlos. Eben, ich habe kaum Leben, das ist das andere Problem. Und hier sind wir im Gerudo Desert. Und das sollte es im nächsten Part weitergehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag mit diesem wunderschönen Shot. Und bis zum nächsten Mal.